Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fieber 2 Deluxe Let's Play. Wir sind hier in Marburg, wir haben hier ein paar viele Leute. Wir müssten eventuell über die Lindenstraße, ja, die wollen hier für, nach vorne, eine zweite Linie machen. Geht aber nicht so, ja, wir können noch eine Bushaltestelle machen. Aber es sind einfach da zwei Linien. Ein bisschen blöde tun. Also eine Linie, die blöd tun und den Zug. Aber eine Gegenlinie wird vielleicht nicht schlecht sein. Deshalb mache ich jetzt gerade auch hier schön nochmals so die Linie. Und was haben wir hier? Marke Bus L. Gut, wo haben wir dann das Depot? Wir haben Landauer. Okay. Oh, sind ein bisschen viel, aber ja. Das ist ja fiese. Markus L. So, dann gehen wir vorwärts. Und wir haben hier oben noch viele, die warten. Die muss man noch machen. Da haben wir auch alt. Was sind das? Sind das Landauer? Ja, sind Landauer, okay. Also machen wir da mal ein bisschen mehr. Gut, dann haben wir noch Werkzeuge. Ah ja, genau, der Bauernhof geht weg endlich. Der tut die Stadt beim Wachsen hindern. Wir haben hier Linien. Nur IDA-Werkzeug, okay. Also, dann schauen wir mal, dass wir noch eine Linie machen. Wir müssen einfach genügend Holz dann kommen. Und dann wäre hier in Leichingen. Okay. So. Gut. Haben wir alles? 1, 2 Werkzeuge hier. Eine Industrieschließung für Stahlwerk. Okay. Und dann hätten wir eigentlich noch hier Werkzeuge. Okay. Zuerst aber noch die Lastwagen, was haben wir jetzt? Dampfbritschen, LKW. Ja, die gehen nicht. Nein, Werkzeuge gehen nicht. Schade. Die sind immer ein bisschen besser, aber haben bestimmte Werkzeuge. Wenn man dann bessere Strecken hat, also aufgeteiltere Strecken dann. Also, wir haben da Linie 1, genau, die müssen wir noch umbenennen. Kann ich am besten hier benennen? Hier. So. Ja, umbenennen. Like. Und jetzt die dritte und hoffentlich letzte. Dinkebühl ist auch noch eins. Okay, aber wir machen zuerst die. Dann haben die ja allerhand zu arbeiten. Was habe ich jetzt gemacht? Da noch nicht, gell? Das Spiel wird sehr umfangreich mit der Zeit. Also es müssen viele Fabriken irgendwas machen. Die haben jetzt gerade gar keine. Wo kommen denn die hin? Okay, dann machen wir die anderen. Bis die da mehr Werkzeuge haben, machen wir einfach die. So. Oh, das wäre vielleicht nicht so gut gewesen dort. Hier werden viel mehr angeschlossen. Und die restlichen Gebäude habe ich da rechts gar nicht gesehen. So, auch wieder ein Stahlwerk. Stahlwerke werden einfach alle abgerissen. Keine Ahnung. Also, dann haben wir die Linie hier. So, nein, falsch. Mai. Ich weiß nicht, seit meinem Update wird das immer bei der zwischen ersten und zweiten hingetan, sondern bleibt dann am Schluss. Das finde ich nicht mehr gut. Ding. Jetzt kommt bald nochmal so ein Update, vor allem für Konsolen, dass die dort auch Mod-Support und so haben. Was dann noch dazu kommt, haben sie noch nicht geschrieben. Dinkwerk. Schön. Aber ich bin kein Konsolero, also deshalb tue ich da nicht unbedingt so viel.
drüber nachdenken oder bin genervt drüber oder so. Können sie machen, wenn sie es halt nicht anders machen wollen. Wir haben einen Punktefall von 7, haben wir nicht 6. Nein, wir haben höher gehabt. Jo. Hier haben wir noch, genau. Dann machen wir doch hier auch noch. Heute ist alles ein bisschen Bus. Weil wir haben neue Busse und jo. Genau, modernere Haltestelle. Ah, ich habe hier. Jo, sieht eigentlich gut aus. Das sieht nicht so gut aus dort. Die kann man umplatzieren. Also, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Move-It-Mod geht, aber. Das ist auch schwer, so ein Tool zu benutzen. So, machen wir doch hier noch eine. Also es bringt nicht so viel, oder? Wir haben ja eine Eingliederungszone, also wo die Leute herkommen können. Aber dass die Leute nicht so weit laufen müssen, müssen wir halt auch schauen. So. Und dann brauchen wir noch ein Depot. Bad A. Bus. Hey! Ich habe nicht kein Tool verwendet zum Abbauen. Lass mich doch bitte spielen. Der Ding. Bus H. Also Bus R. So. Genau. Also Depot haben wir. Gut. So, also. Dann wieder wir den. Das habe ich am Anfang manchmal ein bisschen falsch gemacht. Ich habe plötzlich dann Warentransporter oder so benutzt. So ein Bus. Das muss man halt auch am Anfang ein bisschen ja, sicher einfinden. Hier mache ich die kleineren. Oder bringt das etwas bei den Einwohnern? Ich mache jetzt einfach immer wieder ein bisschen andere. Ein bisschen abwechseln. So, jetzt habe ich doch nochmals diese Bäume getroffen. Aber die Wege sind ziemlich cool. Ja, hier habe ich noch keine in der Ecke. Na, schon wieder Bäume getroffen. Immer nur die Bäume am falschen Weg. Hat sich jetzt der hier drüber? Okay. Bushaltestelle hat sich automatisch da drüber getan. Also, ist das jetzt nicht der falsche Weg? Wieso ist es immer der Fall, die falsche Haltestelle? Nein, ich will anders. Muss das so sein? Ich will die Bushaltestelle. Ich will die andere Bushaltestelle. Die andere Richtung. Das kann ich, glaube ich, hier wechseln. Ja. Ja, das ist ein bisschen umständlich, aber. Gut. Das muss ich auch wieder ein bisschen reinfinden, dass man dort noch messen kann. Das habe ich jetzt erst ganz schnell dann gesehen. So, einfach direkt gesehen. Was ich sagen wollte. Gut. Stein. Haben wir zwei Steine? Nein. Genau. So. Ja, so langsam geht's. Die Klondike. Das Schiff ist irgendwie bekannt in solchen Transportspielen. Das ist immer wieder. Eine neue Industrie, ein Stahlwerk dort unten in aller Welt. Ich weiß nicht, aber seitdem sie das drin haben, dass neue Fabriken kommen und Fabriken schließen, es ist einfach nicht gut gemacht. Also die kommen irgendwo hin, wo halt wirklich keine Dinge sind. Was wollte ich jetzt machen? Gut, also ich wollte hier die Landauer reinschicken. So, und dann wollte ich nochmals eine neue Verbindung. So, wir haben. Oh, liebes Spiel, zeig mir doch. Na, Bad H. Ich mach's einfach zusammen, das werde ich schon sehen. Und ja, Stein. So, Bus. Gut.
Jetzt habe ich langsam ein bisschen ein Durcheinander, ein schwerfälliges, sehr starkes Ablenken und Multitasking. Aber es geht schon. So, ich mache noch ein paar mehr. Ein bisschen warten. Ja, die verteilen sich sowieso. Ich finde es gut, dass das Spiel manchmal so ein bisschen verteilen lässt. Ob es das automatisch macht, weiß ich nicht, aber ja, weil natürlich auch manchmal anderer Verkehr ist, wird sich das so immer wieder mehr verteilen. Okay, ja, das bringt uns nichts hier. Hm? Das benutzen wir nicht. Wir benutzen eigentlich nur das da unten. Wo ist das Stahlwerk eigentlich überhaupt? Ja, übersichtlich ist es nicht. Wir benutzen gar kein Stahlwerk. Ah, hier. Nein, das ist... Woher kommt der Stahl? Jetzt muss ich mal kurz schauen auf die Linie. Ist nur das Holz, das Stahlwerk? Okay, wir haben noch gar kein Stahlwerk. Gut, dann ist es gut. Aber mach mal einen Weg hier hoch. Das geht ja gar nicht mehr. Wir haben endlich ein Stahlwerk, auch wirklich in der Nähe. Und immer bitte kurvig, das sieht ja tausendmal schöner aus. Irgendwo ist auch noch eine Eisenmine entstanden, kann das sein? Nicht den Baum zerstören. So, und da haben wir... liebes Spiel. Hallo. Nur wegen ein paar Hügel muss da nicht so kompliziert sein. So, und hier noch ein bisschen. Genug Geld haben wir, aber ich möchte wieder Chrom haben, bitte. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt habe ich oben nicht geschaut, aber egal. Also, wir müssen... hier. Oh, das wird wieder schwer. So. Aus wie eine Pyramide jetzt. Gut, also Stahl können wir jetzt dorthin transportieren. Ich fange an mit Kohle. Ja, machen wir das so abwechselnd, das reicht. Und ab Stahl müssen wir eine andere Linie machen. Ja, bitte, ich drücke doch drauf. Ja. Irgendwie hat das Spiel immer mit dabei Einblendungen oben oder wenn man die Bagger-Taste, also diesen Abriss, sowieso mit B eigentlich nicht machen muss, dann ist das Problem, dass er da die Schrift weg, also dass man schreiben kann, wegmacht. Also Stahl sank. So. Und das muss eigentlich wieder zu dieser Fabrik gehen dort. Also machen wir direkt die Linie, das reicht. Und dann haben wir hier Maschinen. Okay. Stahl. Töni. So. Also dann haben wir hier Werkzeuge. Können wir die Linie noch weitermachen direkt? Wo haben wir denn Werkzeuge? Da oben. Ja, ist schon sehr weit. Okay, neue Linie. Aber wir müssen ja hier auch noch Autos hin, also Lastwagen hinstellen. Die Linie hat ja auch noch nicht. Also. Einfach die besten. Oh! Der erste Truck. Cool. Ist aber langsam. Okay, das tut nicht so schlimm. Die Bauernhöfe nehmen einfach viel Platz weg. So, ich möchte die schnelleren. Genau, hier können wir die nehmen. Weil die Erze werden transportiert. So, und Sang. Machen wir doch das anders. Sonst habe ich auch überall
Ja, ist vielleicht doch besser, wenn wir es anders machen. Das König. Da. König. So, je nachdem, wie viel man hat schon benutzt. Ein 3, ach so. Also, haben wir hier schon gemacht. Oh ja. Stahl, ja. Boah, bin ich froh. Also das mit Stahl. Das war da. Nein, das war das. Ja. Ja, das war das. Oder? Was ist denn Stahl? Ah, einfach nur die Dinger. Okay. Also tue ich das mal noch umbenennen. Erz. Da. So. Gut. Ja, man muss schon ein bisschen Übersicht haben. Jetzt habe ich gerade recht wenig Übersicht gehabt. Also die Leute brauchen einige Zeit. Deshalb mache ich diese. Oder doch, ich mache sie. Dort hoch. Aber wo dort hoch? So viele. Ding. Güterwagen. Jo. Direkt hier. Gut. Also dann haben wir noch die letzte Linie. So, und das ist Grief. Also Werk. Nein, das ist Maschinen. Grief. So, dann haben wir dort auch noch Werkzeuge, die haben wir noch nicht hingestellt. Liefern wir noch nicht. Hier hätten wir noch eine Werkzeugfabrik, aber die ist zu nah. Ah, das war dort. Warte kurz. Ja. Dann hier oben. Und zwar muss ich, glaube ich, das alles nochmal machen. So. Also dann haben wir hier Werk. Gut, so können die Städte wachsen, wenn wir das alles schon mal machen. Wir müssen halt überall auch ein bisschen intensivieren, also noch mehr Waren dann bringen und alles. Aber haben wir schon mal alles, haben wir schon mal alles und können es dann gut upgraden. Bei den Schienenbahnhöfen und so geht es nicht so leicht. Da kann man einfach im Bahnhof nicht Elektro und irgendwie direkt machen. Ich habe gedacht, das kann ich. Aber es war vielleicht ein Mod, den ich nicht mehr drin habe oder so. Dass man die noch automatisch umwandeln kann, aber scheinbar nicht. So, dann haben wir hier ja, immer noch weiter nach oben. Punktzahl 8. Also so sieht es recht klein aus und das wird, glaube ich, dann zweistöckig oder so. Bisschen breiter natürlich. So, jetzt schaue ich mich noch ein bisschen im Umfeld um. Ob irgendwo... Ja, Maschinen haben wir ja nicht in der Nähe. Da oben. Hier ist gerade ein... Okay, wird nicht angezeigt. Nein, ist das anders. Werden jetzt nach einiger Zeit angezeigt? Ja, jetzt. Okay, jetzt ist es da. Gut, also nach einiger Zeit erst. Oh, schön. Das ist dann mal gemütlich hier unten. Ja, es wird gern gesehen, solche Restaurants. Ein Fluss oder See. Ist ja schon fast ein See, ja. Cool. Ja, hier haben wir wieder viel zu viele Leute. Ja, den müssen wir noch ein bisschen verstärken. Viel mehr. Oh, 110? Lohnt sich das? Ich denke, es lohnt sich schon, einfach mal einen dazu zu machen. So, und die anderen dann mal zu ersetzen. Und dann haben wir hier Zug 2, der macht auch 840.000.
20 sollte auch. Komm, 90. Ah, der Bahnhof ist zu kurz, aber das lohnt sich noch. Ich mache meistens bei 40% verlängert. Dann, es lohnt sich einfach, trotzdem ein bisschen einen längeren Zug zu haben. Ja, jetzt macht er 1511. Also, der macht schon sehr viel. Dort hinten tut ja doch jetzt auch schon. Oh, was heißen die Symbole eigentlich genau? 50. Das heißt wahrscheinlich, das große Symbol heißt dann 50, weil es ja 4 oder 5, nein, 4 kleinere sind ja dazwischen. Es sind je 10 Personen eine Figur sozusagen. Jo, das ist auch noch 1300. Ich freue mich schon auf die dicken Lastwagen und so, dann geht alles ein bisschen besser. So, wir benennen das mal jetzt um. Wir haben Sandbox 1.6. Wir nutzen das mal zu freie Modus 1.7 um. Warte kurz, ich mache mal S. zu freie Modus. So. Damit ich das weiß, dass das zu freiem zu Sandbox gehört, aber es ist ja nicht Sandbox, wir haben endliches Geld. Wir müssen Geld verdienen und deshalb, ja, ich finde Sandbox eine blöde Erklärung, finde ich. Ein DAX. DAX ist auch ein ausgestorbener Name. Vielleicht gibt es noch in Amerika irgendwo. Ja, wir könnten eigentlich schon, wie die sagen, zu DAX upgraden, oder? Oh, da gibt es aber auch noch was, was ich nicht gesehen habe. Von welchem Jahr sind die? 1900. Das vor 2 Jahren haben wir irgendwas gesehen. Okay. Die sind schon besser. Die DAX können wir eigentlich hier einsetzen jetzt. Die sind jetzt viel zu langsam. Oder ist der Upgrade nicht so groß? Ja, hilft natürlich schon viel mehr. Ist aber ein Kapazität weniger. Ach komm, lohnt sich nicht. Ja, zwar 10 Stundenkilometer schneller ist schon besser. Gut, weil Stundenkilometer sind viel besser. Ich finde einfach, am Anfang ist es viel zu langsam. Die Städte sind zu weit auseinander. Man kann das halt nicht so programmieren, aber am Anfang ist alles ein bisschen schlecht oder ineffizient. Das hat sich recht gut getan. So mit den Finanzen und alles. Man muss halt einfach nicht zu langsam vorankommen. ja, da die ist ja für einmal. Das ist Normalgeschwindigkeit für das Spiel. Jo. Wenn es jetzt realistisch wäre, es gibt sicher einen Mod, der realistische Zeit einstellt. Also ja, mit den Zeittagen oder so, mit den Monaten. Ja. Wäre schon geil, wenn es ewig dauern würde. Aber man kann es ja auch stoppen. Falls wir jetzt eben irgendwie so eins, wo die Gebäude neu kommen oder so, ein Ding halt. Den haben. Ich mach mal auf 1927 und einfach mal kurzen Stopp. Wir schauen, was die neuen Gebäude so aussehen dann. Wir machen uns immer wieder ein Bild von den alten Gebäuden. Jo. So, das ist auch sehr weit weg. Das ist was ganz unten, ja. Okay. Jo. Die fahren auch sehr lange hier. Ich glaube, die brauchen schon langsam mal. Die werden auch gar nicht so transportiert. Die haben noch Stein. Leich, wo ist Leich? Da unten irgendwo leicht.
sieht das Ding aus? Ah, gleich ist er da oben, ja. Easy. Und die anderen Dinkelbausteine? 1, 2, 3. So hier. 4, 5, 6. Das ist aber eine sehr lange Route. Die eben zumindest 42.000 Verluste macht so. Ja, also die Linie mache ich anders. Die habe ich damals einfach. Ja. Nicht so wollen gemacht. So, ich denke, so ist okay. Oder nur. Nur diesen Weg mal. Ja, ich muss sie mehr aufteilen. Also viel mehr. Dann wäre das einfach nur Bausteine. Also Sandbausteine. Bausteine. Klink. So, dann müssen wir eine neue Linie machen von hier nach. Jetzt weiß ich nicht, wo die Werkzeuge, die Dinger sind. Es müsste da oben sein. Ja, ja, es ist da oben. So. Dann, ja, Baustein oder Baumaterial? Material. Link. So. Genau. Okay. Genau, also das haben wir da in dem Part gemacht, im letzten Part gleich. Ist einfach nicht so konzentriert, eher schnell gemacht. Bauma. Stein, Bauma. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht so. Steine an der Straße, Steine. Ich verstehe nicht, was ich da zusammen fabriziert habe. Ist das irgendwie da unten? Ja. Okay. Steinbus. Ja, das ist einfach wieder Stein, aber ich. Also nicht. Und Stein und Baustein und alles mögliche im Weg ist. So, so langsam bekommen wir mal diese Müllfabriken weg über. Und dann haben wir noch eine Linie und zwar auch wieder von hier. Nach hier. Und hier weiß ich nicht was. Unten. So, genau. Also auch Bauma. Sand. So, und jetzt machen alle mehr Gewinn, wenn ich dann. Ja, First Truck, glaube ich. Langsamer. Ne, dann lieber Dampf. So, also zuerst mal Baum. Du musst Baum. Baum Sun. Und Bauding. Immer noch falsch. So, und dann haben wir noch die eine Linie da, die zwar auch Fahrzeuge hat. Ja. Okay, die können wir ersetzen. Ah, die haben. Ah, das. Nur die oberen, okay. Hey! Mann, das Spiel leidet einfach an Einstellungsproblemen manchmal. Klickt man irgendwie daneben, ist schon alles weg. Und halt an dem Platzieren von Wegen und so, jetzt haben wir auch immer noch Probleme.
Käse. Was muss ich jetzt drücken? Nein, nicht kopieren, ersetzen. Ah, kaufen. Bis ich das wieder gefunden habe. So, dann haben wir noch die andere Route. Ist das nicht gleich? Ja. Erstmal kopieren. Oh, nein, ich hätte nicht kopieren sollen. Ich hätte zuerst holen sollen. Aber egal, wir haben genügend Geld. Okay, eine Werkzeugfabrik dort unten. Dort, wo niemand Werkzeuge braucht in der Nähe. Hä? Ja. Da unten. Ein Postbus. Ah, oh, endlich. Das machen wir noch kurz. Ja. Oh, geil. Jetzt kann ich da die Autostraßen verbessern noch. Ist weniger schnell. Für aber 8. Ja. Besser. Gut. Haben wir noch irgendwo eine Buslinie? Ich glaube nicht, gell. Jo, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Oder Projekt oder Livestream auch bald wieder. Mir geht schon viel besser. Diese Nervenkrankheit hat mich einfach so ja, ziemlich eingeschränkt beim Vielmachen. War immer ein bisschen müde und krank halt einfach. Migräne hatte ich. Jo, aber es geht, ja. Und ich mache gerne weiter. Also, ja, für mich, ich bin einer, der immer kämpft und deshalb auch gerne ein bisschen mehr macht und so. Einfach schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt, irgendwas verbessern könnt oder ja, ein paar mehr Ideen, ein paar mehr Wissen habt zum Spiel. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Tschüss.